Yo, yo, was geht? Hier ist Alpagan mit einer aktuellen neuen Folge von Alpagan TV Reloaded 2015. Ja, wir waren lange weg, lange Pause gehabt mit Alpagan TV. Jetzt sind wir wieder am Start. Ich muss mir ein bisschen Gedanken machen, denn ich habe mitbekommen, einige Rapper oder einige Künstler haben so mein Konzept ein bisschen gebeitet. Deswegen war mir das alles zu langweilig mit der alten Alpagan TV. Mit dem alten Alpagan TV Verlauf, ja. Kommen wir jetzt mal zu der Struktur. Also bis jetzt kamen ja meine Gäste zu mir, aber wir dachten uns, es wird ehrenvoller, wenn ich meine Gäste bei denen zu Hause oder bei denen im Revier oder bei denen im Meckern besuchen gehe. Ja, vielleicht auch auf eine überraschende Art und Weise. Das haben wir uns jetzt vorgenommen und heute ist mein erster Gast, mein Bruder PA Sports. Er weiß gar nicht, dass ich jetzt auf dem Weg zu ihm bin. Wir sind gerade im Auto und fahren gerade Richtung Bremen. Ich habe durch Insider-Infos mitbekommen, dass PA Sports heute in Bremen im Studio ist und dort aufnimmt. Und ich bin immer gespannt, was er wieder für neue Sachen macht. Und deswegen dachte ich mir, gehst du hin, überraschst du deinen Bruder einfach mal spontan im Studio, mal sehen, wie er darauf reagiert. Ja, bin halt gespannt, wie es bei euch da ankommen wird. Ich denke, es wird besser ankommen als vorher. Viele warten halt auch drauf, haben sich auch gefragt, wo ich bin. Ist halt auch nicht einfach, ne? Ich habe in den letzten 2 Jahren eine Familie gegründet, habe 2 Kinder bekommen, 2 Söhne, mashallah. Und es war halt alles ein bisschen neu für mich. Deswegen konnte ich nicht 100% in meiner Arbeit sein. Aber trotzdem habe ich ein starkes Album abgeliefert. Ich finde, einer meiner besten Alben, Geboren um zu sterben. Aber jetzt gucken wir nach vorne. Ehrenhaft, ehrenvoll und zeigen den Heuchlern da draußen, was dieses Jahr von Alpagan kommt. Im September 2015, Alpagan Ehrensache 2. Doch davor natürlich mein Bruder PA Sports mit Eiskalte Engel. Ja? Auf jeden Fall. Gespannt, wie PA auf uns reagieren wird, Alter. Wenn wir reden mit Abdul Verwaltung, Tahsin Özkan, dann live to live Paparazzi-Kamera und Alpagan. Er wird Schock kriegen, er wird sagen, Landa, seitdem du Vater geworden bist, man sieht dich nicht. Wie bist du hergekommen? Ja, wird schon lustig sein, ja. Hey, was machst du gerade? Was hast du vorhin gemacht, Alpa? Wie von das hier? Ich hab geschrieben. Ich hab einen Text geschrieben. Für dein Album oder was? Nein. Das ist nicht mein Album. Das ist 16 Takte, habe ich für einen Rapper aus der Schweiz geschrieben. Er heißt Jasko. Er hat mich gefragt, ob er ein Feature haben kann. Ich meinte, wenn du gut bezahlst, dann mache ich mit. Und er hat gut bezahlt. Jetzt habe ich 16 Takte geschrieben. Natürlich mache ich das auch aus Leidenschaft. Weißt du, aber ich habe eine Familie zu ernähren. Deswegen muss man das jetzt heutzutage auch ein bisschen geschäftlich sehen. Und deswegen habe ich 16 Takte geschrieben. Ja, rap mal dann was vor. Hast du ein paar Zeilen, die du uns zeigen kannst? Nein, ja, so schwer oder was? Mach mal, komm. Na, das ist ja immer der Pisser. Da hast du ein, zwei Lines, Alter. Das ist ein bisschen. Bisschen. Okay, ich muss die Reihenfolge, ich hab ein bisschen durcheinander geschrieben. Psst, halt dein Mund, du Opfer, rede nicht. Mach deine Filme doch, erzähl mir nicht, was Ehre ist. Nenn mich den Punisher, ich komme und bestrafe dich. Du hast kein Schimmer, wie es draußen auf der Straße ist. Ich chill im Ghetto, gib mir ein Beat und ich bring die Lines. Das ist Berliner Rap, aus Schöneberg bis in die Schweiz. Türkei, Kreuzberg, Neukölln, Libanon. Ich komm vorbei und überfalle deine Shisha-Lounge. Ich komm allein, das wird für deine ganze Stadt reichen. Und wenn ich da bin, gibt es erstmal ein paar Backpfeifen. Du willst ein Mann sein, doch jeder weiß, du bist feige. Genau wie Sido, so ein arrogantes Stück Scheiße. Hol deine Bodyguards, ich steh wie ein Boxer hier. Das Alpagan der Abi ist, werdet ihr noch kapieren. Junge, geh und leg dich am besten mit jemand anderen an. Wir sind die Falschen für dich, Jasko und Alpagan. Ja, so weit. 16 Takte für Jasko, ein Rapper aus der Schweiz. Ich habe mir seine Sachen angehört, natürlich bevor ich schreiben wollte, aber auch wenn ich nicht viel Schweizerisch verstehe, hat mir gefallen. Jo, was geht? Hier ist Alpagan. Beim Streetzocker, Adidas Streetzocker Cup oder keine Ahnung, in Berlin Wedding. Irgendwo am Ufer. Ich würde gerade
herzlich empfangen von den ganzen Kids hier. Maschallah, alles Fußballer. Ich soll ein bisschen Fußball spielen. Lang 20 Jahre her. Lang. Ich hab schon vergessen, wie ein Fußball aussieht. Ich sehe es nur im Fern. Nur im Fernsehen. Bei Champions League. Der Woche, sondern der Folge. Ich werde in jeder Folge werde ich euch einen Film empfehlen. Ein Klassiker. Heute dachte ich mir, ich empfehle euch den Film von Jean-Claude Van Damme. Ich weiß, viele sagen, ausgelutschter Schauspieler, dies, das, dies, Blattsport, Karate, Tiger, Legionär, keine Ahnung. Aber es gibt Filme von ihm auch, die wir alle in unserem Alter gefeiert haben. Aber auf jeden Fall, Leon ist echt, finde ich, einer seiner besten Filme. Also Leon, Jean-Claude Van Damme, zieht euch den rein. Als wir in die Türkei gefahren sind, als kleine Junge, kannst du dich erinnern, immer wenn die Sonne so stark reingeblendet hat, haben wir immer unser Pullover oder irgendwas, eine Jacke haben wir da raufgehangen, damit die Sonne nicht reinscheint. Ja, ne, wir haben unsere Scheiben getönt, auf türkische Art und Weise. Aber heutzutage sind die Autos, ihr wisst, Mercedes, Audi, sind so weit entwickelt, dass die Scheibe so automatisch ist, wenn ich jetzt meine Jacke, haben wir gerade versucht, die ging die ganze Zeit runter, ja, sie bleibt nicht oben. Ja, so nach dem Motto, dein Finger ist dazwischen und die geht wieder runter. Was aber eigentlich was Dings Sinnvolles, oder? Das ist Sicherheit, pur. Aber bei der Tüte dachte ich, die ist so dünn, dass sie es gar nicht spürt und hat funktioniert mit der Tüte, deswegen kann ich so einigermaßen mir meinen Film reinfallen. Okay, ey, hier immer noch, Alphagant TV, Reloaded, das ist schick, das ist schön. Das ist Nils, ja, hier aus Bremen, er ist mein Insider-Info gewesen, ich habe mit ihm telefoniert, er hat mir klar gemacht, dass PA hier drin ist, im Studio, arbeitet und jetzt gehen wir ihn überraschen. Was denkt er? Er denkt gerade, du bist auf Toilette gegangen, ne? Keine Ahnung, ich habe ihm nichts gesagt, er weiß auf jeden Fall nicht Bescheid. Okay, alles klar, super, jetzt gehen wir zu PA hoch und basten ihn jetzt mit einer kleinen Razzia von Alphagant TV. Nils, geh du mal vor, du kennst am besten. Ja, die kommen, mach die Tür nicht auf. Wir müssen von der Tür noch mal eine andere machen, okay? Wer darf uns nicht sehen? Wer darf uns nicht sehen? Ja, sieh uns nicht, ja so. Okay. Aber er darf auch nicht hören. Ja, komm, komm hoch. Dahinter, der hängt am Vorhang. Weiß nicht, dass ich hier bin. Wir basteln ihn jetzt. Aber wie wir da reinkommen, das werdet ihr erst in der nächsten Folge sehen. Bei Alphagant TV. Abonniert meinen Kanal, bleibt mir treu und schaltet in der nächsten Folge nochmal ein. Dann seht ihr, was mit PA Sport passiert ist. Peace.